Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Channel. Es ist wieder soweit, es ist Sonntag und ich habe heute einen ganz, ganz speziellen Gast bei mir. Und zwar habe ich den Marc Gebauer da. Herzlich willkommen, mein Name ist Marc Gebauer und das ist das erste Video in Blockbuster-Qualität. 15202 mit dem blauen Blatt. Marc ist immer perfekt gekleidet, perfekte Uhren, super Parfüms. Ich hole ihn jetzt ab hier vom Flughafen München. Dann fahren wir nach Geretsried zu Carrap. Unser Motto wird heute heißen, wir bringen Marc Gebauer zum Schwitzen. Es ist richtig heiß, wir haben ungefähr 30 Grad Außentemperatur. Das Auto steht jetzt seit einer halben Stunde hier draußen. Wolltest du noch ein Espresso? Zeig mir, um was geht's. Okay, alles klar, dann gehen wir runter. Also ich merke schon ein bisschen, guck mal, sein Stirn, sein Stirn fängt schon an, ein bisschen zu glänzen. Jetzt muss er gleich ankommen und dann geht's weiter. Halt drauf, halt drauf. Alter, ich dachte schon, da kommen welche vom Flughafen. Alles gut? Wie geht's dir? Alles gut. Gut, 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 gut. Das allererste, was wir machen, lieber Marc, wir verkabeln dich. Okay. Damit wir dich auch schön hören können. Marc kann man immer hören, aber du bist wieder perfekt gekleidet, so wie man dich kennt. Ne? Das ist unglaublich. Aber genau das ist ja unser Motto heute. Den Herrn Gebauer heute ein bisschen an seine Grenzen bringen. Okay, dann gucken wir mal. Alles klar, dann machen wir jetzt Cut, verkabeln und dann geht's los. Also mehr Bentley-like geht nicht, wie man sich angezogen hat hier wieder. Mann. Was haben wir hier für ein Auto? Erzähl mal. Das ist der Bentley Continental GT, 635 PS, 12 Zylinder natürlich. Ja. Ich dachte, wenn du kommst, dann ist richtig. In Portofino Blue. Ach, schön. Und heute habe ich eine schöne Aufgabe für dich. Es wird entspannt, es wird gut. Du bist perfekt dafür gekleidet. Innenstadt einparken, so 30 Mal oder so. Och, das wäre easy, der kann er selber. Ach so, okay. Ich muss euch eines auch sagen, wir haben uns noch nie vorher gesehen. Das stimmt, das ist das erste Mal. Genau, das ist das erste Mal. Dass du autoverrückt bist, weiß jeder. Ja, obwohl ich von mir selber das gar nicht so sagen würde. Okay. Also ich selber, nö, ich würde sagen, es hält sich eigentlich in Grenzen. Du sagst ja so nebenbei, ja, Autos, ne, aber du fährst ein Ferrari, California, ne? Nee, Portofino M habe ich. Portofino M, ja. Genau, jetzt hoffentlich, ich habe eben, als ich dich eingespeichert habe mit deinem Namen, du heißt ja TaylorMade. Ja. Ich warte noch auf den 269 TaylorMade. Ach so, okay. Habe ich einen Spot bekommen für das zweite Halbjahr jetzt. Okay, geil. Ja, ich hatte den GT3 992, den habe ich leider kaputt gemacht. Boah, echt? Ja, leider. Wie? Ja, ich bin, es war was mit der Straße nicht in Ordnung. Ich bin wirklich 80 km/h gefahren. Ja. Und dann bin ich ausgebrochen und dann ist das unter die Leitplanke, bin ich den Abhang runter. Ist aber nichts passiert. Okay, das ist das Wichtigste. Aber dafür bekomme ich jetzt den GT3 RS. Ja gut, okay. Ja, und dann habe ich noch einen GTS, 991 GTS, aber der kommt weg. Und dann habe ich noch einen, er ist eigentlich so ein Förster-Fahrzeug, so ein Dodge Ram. Okay. Auf 2,60 Meter umgebaut, so. Ach, krass. LKW-Zulassung. Krass. Ja. Ja gut, wenn du dann sagst, ja, eigentlich nicht so, aber so eine Autosammlung aufzählst. Wir haben ja mal so schlapp, so circa über 1 Million Autos da stehen. Aber eigentlich bin ich gar nicht so autoverrückt. Eigentlich ist ja total alles entspannt. Ne? Ja. Ich muss es auch nicht haben, aber okay. Das ist genial. Wie war das dann, als du jetzt dieses Autohaus dann mehr oder weniger aufgegeben hast? War das schwer für dich? Also vermisst total, du das? Total, ja. Also das war für mich, ich habe genau am 31.12.2018 abgeschlossen. Und habe dann einen Schlüssel weggegeben. Dann wusste ich, ehrlich gesagt, ich dachte, alter Schwede, danach war ja erstmal 2-3 Tage wegen Neujahr frei. Mhm. Und dann bist du es ja gewohnt, jeden Morgen aufzustehen, in dein Büro zu fahren. Guten Morgen, oder in Hamburg sagen wir Moin. Dann erste Espresso, zweite Espresso, da kommt der Kunde, da kommt der Kunde. Dann weißt du, dann ist es, auf einmal ist es nicht mehr da. Und dann sagst du, alter, was mache ich denn jetzt? Dann habe ich erstmal, um mich zu erden, bin ich erstmal 2 Wochen mit einem sehr, sehr guten Kumpel nach Indien geflogen, nach Mumbai. Oh, erste Mal, ja? Ja, erste Mal. Und dann haben wir uns eine Sache geschworen. Wir haben gesagt, wir gönnen uns nur Luxushotel, 5 Sterne. Okay. Ansonsten nichts. Okay. Nichts, gar nichts. Aber das hat mich total geerdet und dann kam leider die Pandemie. Ja. Dann konnte ich es nicht mehr machen und ich versuche jetzt einmal im Jahr immer so eine Reise zu machen, wo ich einfach mal für mich selber die Natur, Menschen, Kultur,
Ja, aber da weißt du, was da passen würde? Eigentlich müsstest du mit uns mitkommen. Wir sind ja ein-, zweimal im Jahr mit dem Dr. Schein. Wir bauen ja in Uganda oder in Senegal Schulen und Brunnen. Und das ist nochmal ganz andere. Geil. Das ist nochmal, also gerade Kenia und Uganda. Ja, glaube ich dir. Das ist schon nochmal, also wir waren jetzt vor, ich glaube, letzten Monat waren wir dort. Und in Kenia, da sind wir 5 Stunden angereist. Zu den Brunnen. Ach, heftig. Auf dem Motorrad, über den Fluss und so weiter. Da lernst du nochmal das richtige Leben kennen. Geil. Also, geil. Aber spannend, das meint man gar nicht so, weil wir das ja immer so, die Leute da sind so zufrieden. Ja, das mega, ist, ne? Das ist, also die haben, es gibt da, also es gibt natürlich keinen Strom, es gibt da gar nichts. Aber die sind so glücklich. Die haben ein bisschen Wasser, haben ihre Tiere, das war's. Ja. Wir haben noch 16 Minuten zu Ziel. Also das wird heute kein Spaß mehr für dich. Ich glaube, München bist du so schnell. Du weißt gar nicht, ich bin vielleicht das, was du mir jetzt gibst, ist genau mein Ding. Weißt du nicht? Glaube ich nicht. Nee, meinst du nicht? Okay. Ich glaube es nicht. Aber einen Espresso trinken wir auf jeden Fall zusammen. Okay. Vorher. Das kommt gleich, ja. Vorher. Vorher. So, Marc. So. Jetzt sind wir da. Wir machen gleich Cut und dann geht's drin weiter mit einer Tasse Espresso und dann erkläre ich Marc, wie schön heute München für ihn sein wird. Okay. Wir haben jetzt Marc beschäftigt da hinten, der führt eine nette Unterhaltung. Und jetzt müssen wir seine Challenge vorbereiten. Ich erzähle immer wieder Steinschlag, Steinschlag, Steinschlag. Und immer Folie, Folie, Folie. Und jetzt kann ich euch genau sagen, warum und weshalb sich das bei mir schon mal gelohnt hat. Mein Bentley ist doch nicht mal 2 Monate alt. Und dann ist letztens in Hamburg eine Schnellstraße. Auf einmal gucke ich, es kommt mir was entgegengeflogen. Das waren Frontscheinwerfer. Und dann ist es dunk auf meine Kotflügel. Guck mal, das ist nur Folie, was kaputt gegangen ist. Und das ist einfach das A und O, warum man das Auto folieren sollte. Und jetzt ist schön heiß, ne? Es ist richtig heiß. Wir haben ungefähr 30 Grad Außentemperatur. Das Auto steht jetzt seit einer halben Stunde hier draußen. Und wir wollen ja den perfekten, der immer allglatt angezogen ist, aber positiv gemeint, der immer schick angezogen ist, Marc jetzt zum Schwitzen bringen. Machen wir einmal Cut, wir fahren die Kiste rein und dann holen wir ihn runter und dann kriegt er seinen Auftrag. Espresso hast du schon? Ja, ich hab genug getrunken. Wolltest du noch einen Espresso? Zeig mir, um was geht's. Okay, alles klar, dann gehen wir runter. Ja, okay. Dann gehen wir runter. Marc, nach dir natürlich, gar keine Frage. Und Marc, ich vertraue dir mein Baby an. Alter, ich vertraue dir mein Baby an. Hä? Ja, bitte. Warum machst du so? Rainer und ich haben uns was überlegt für dich, lieber Marc. Eine Folie muss da vorne neu gemacht werden. Ja. So. Das Ganze zu folieren, bitte nicht, aber zu entfolieren, das könntest du. Entfolieren? Ich meine, ja, wir haben hier so jetzt so ungefähr 30, 35 Grad Temperatur. Ja. Das ist gut für deine Finger. Machst du auch Maniküre eigentlich? Das geht, ja. Ist guck mal, okay. Guck mal wieder. Das ist okay. Du warst so richtig so. So, perfekt angezogen bist du auch. Du kannst aussuchen, ob du deinen Sakko ausziehen möchtest oder nicht. Ich habe extra hier... Hast du einen Hocker für mich? Einen Hocker kriegst du. Ja, okay. Also, du musst ja entspannt sitzen. Ne? Ja. Also du kannst deinen Sakko schon mal hier hinhängen. Ach, guck mal, extra für den Herrn Gebauer und ich hole dir mal schnell einen Sitz. Das geht nicht. Keine Arbeit. Ja, mit deinem Ton, mach einfach deinen Ton an eine Krawatte dran. Ja, aber das ist doch jetzt keine Arbeit hier, das Ding zu folieren. Nee, okay, das werden wir gleich machen. Meinst du? Ja, es ist... Guck mal, es ist hier alles, ne? Komplett Kotflügel entfolieren. Und dann, um es dir ein bisschen leichter zu machen, haben wir dir hier ein bisschen Dampf vorbereitet. Circa 170 Grad. Lachen wir auch. Ja. Nein. Nee, so mit der Hitze, das ist nicht für mich. Okay. Ja. Okay. Wir müssen jetzt tontechnisch ein bisschen improvisieren, weil der liebe Herr Gebauer hat das natürlich immer schön in seine Innentasche. Ah. Oi. Jetzt regt er sich richtig auf. Aber genau deswegen sind wir ja heute hier,
um ein bisschen Spaß zu haben. Weißt du, ich habe gedacht, wir drehen jetzt noch eine Runde oder so, ne? Aber guck mal, ich finde persönlich, guck mal, lass das einfach so. Nein! Doch, lass das einfach so. Nein, das ist okay. Das ist okay. Ich finde das super. Guck mal, das nächste Mal passiert auch wieder sowas. Das ist authentisch, ne? Ja, das nennt man Patina. Das ist eine Charaktersache. Ja, genau. Ich finde das gut. Aber wisst ihr was? Ein Verkäufer versucht, ein Verkäufer was zu verkaufen. Das ist Champions League. Das ist Champions League. So, und ich hock mich jetzt schön hier. Ja, wir haben auch, also wenn du willst, eine Schürze, dass du vorne nicht dreckig wirst. Der Liebe. Oh, guck mal an, jetzt ist jetzt richtig schön. Ich glaube, du musst einmal hier das Ding so, zack. So. Und das lassen wir bitte uncutted. Das lassen wir laufen, ja? So, jetzt mal den Ton nach vorne. Ja, Ton nach vorne. Jetzt wieder Ton improvisieren. Machen wir noch alles. Ja, so easy. Sicher doch. Also ich erkläre es dir kurz, du kannst anfangen. Schau mal, ich habe hier so ein kleines Eck schon mal vorbereitet. Oh, Rainer, das war jetzt aber nicht nötig. Und du kannst unten anfangen abzuziehen gerade. Ja, wichtig ist, nicht mit den Ellbogen aufstützen. Ja, okay. Und wir müssen im Winkel schauen, dass kein Kleber bleibt. Ja, aber hier kannst du mal... Bitte mein Lack, ne? Das ist ein Sonderlackierung. Falls es ist, hier... Wow, was ist denn da los, Mann? So. Alter, das wusste ich jetzt auch nicht. Diese Geräusche ist aber schon, das ist schon laut, ne? Ja, ist auch ganz das schön ist Herr Gebauer also halt nicht gewöhnt, sowas laut. Das Einzige, was laut ist, ist First Class in seiner Kabine. 170 Grad. Und einfach, also ich bin zur Stelle. Ja. Denk an meinen Sonderlack, ja, ist Portofino. Einfach versuchen, hier ein bisschen abzuziehen. Ja. Okay. Marc, kostet 8.500 Euro extra. Oh, die feinen Finger. Sollen wir die Handschuhe besorgen? Nö, nee, das geht echt. Das geht? Ich schenke dir schon mal ein bisschen Wasser ein, oder? Ja, ein bisschen Wasser. Guck mal auf zwischendurch. Ja, ich weiß. Es ist ein riesen Kotflügel. Aber du machst das schon. Ja. Sieht gut aus. Du machst das schon. Und das ist jetzt so... Schön. Guck mal, ich sag dir ehrlich, du hättest dir das Geld sparen können. Ne? Also nein, mach dir keine Geld Sorgen. Okay. Mach dir keine Sorgen. Wir machen das schon. Nein, aber guck mal, da sagt ja jeder, ach, ich bring doch mein Auto schnell hin und lass das mal schnell folieren und zwei Tage später abholen. Aber guck mal, wie der Herr Gebauer sich am Quälen ist. Ja, oh mein Gott. Boah, ich habe Angst, dass ich was kaputt mache hier. Ja, kann bitte sein, nicht, bitte aber ist ja nicht mein Auto. Ey, das ist mein Baby, ja? Denk an meine Sonderlackierung. Ich mach erstmal hier rein, ne? Ja, mach. Oh mein Gott. Jetzt einfach so drauf? Einfach drauf, ja. Ja. Schön. Guck mal, wie lieblos er das reinmacht. So eine Maschine kostet auch 16 Tacken. Also. Lieblos haut er. Jawoll. Sehr gut. Ja, die Ecke, das weiß ich doch. Man muss da immer gleich auf gleicher Höhe. Also ich finde, Marc, bisher auf 520 Euro Basis. Bietet ihr unbezahlte Praktikas an? Sehr gut. So, jetzt fängt der Kompressor an zu arbeiten. Ich würde ja eine andere Taktik machen. Guck mal, es gibt ja einmal der Golfspieler, der mit Kraft versucht, weit zu schlagen. Und es gibt einmal den Golfspieler, der macht das mit Technik und der schlägt viel weiter. Und ich würde sagen, Marc Gebauer hat gar keine Technik aktuell. Aber schön die Kraft. Null, ja genau. Genau. Gut, Kraft hat er. Alter. Richtig geil. Nicht schlecht. Aber Marc, es sieht sehr gut aus. Aber gut aus. Selbst jetzt sieht die Kombination gut aus. Weinrot mit, was ist, dunkelblau? Dunkelblau, ja. Kannst du einmal nebenbei, wie du es ja immer auf deiner Instagram-Seite machst, dein Outfit of the Day auf Englisch auch noch, bitte? Das will ich ja mal sehen. Ich muss sagen, heute etwas anderes Outfit of the Day. Aber trotzdem, die Essentials sind immer mit dabei. Denk an mein Portofino Blue. Ja. Ui, das ist aber... Oh, ich glaube, jetzt hier haben wir den Winkel gefunden. Das ist echt... Ja, ich bin in meinem Element. Ich merke das doch. Du bist jetzt dabei. Leute, falls ihr Interesse habt und eure Autos exponieren wollt, meldet euch bei mir. Wir blenden einen Link ein. Ja. Jetzt ist eine neue Sparte, Marc Gebauer Entfolierer. Ja, wir machen doch alles. Aber nur Entfolieren. Folieren bei uns, genau. Entfolieren bei Marc.
jetzt ohne Scherz, guck dir mal diese Folie an. Ey, diese Folie, was hat das, was ist das bitte für unzerstörbar? Das ist unglaublich. Also das da kann, ist, hätte Folie ich runter. Diese Folie nicht, hätte ich einen Schaden von circa 12.000 Euro. Okay, Marc, wir wollen dich nicht stören. Wow! Soll mir dabei schon mal zum Essen gehen und wieder abholen? Ja, kann man machen. Das wird schon langsam. Zeit, ja. Meter für Meter, weißt du? Ja, Zentimeter ja. für Zentimeter. Ne? Das bei uns in Ostwestfalen haben wir gesagt, ich acker Millimeter für Millimeter. Ja. Ne? Einfach nur ackern. Ui, das wird aber hier warm hier. Ui. Ja? Aber ich war gerade. Also, du vertraust mir auch hier, ne? Ich sag mal. Ich hab gesagt, ich vertraue dir mein Baby an. Ne? Aber wäre das jetzt ärgerlich, wenn das hier durchgegangen wäre? Boah, das wäre richtig ärgerlich. Das sehen wir jetzt gleich erst. Oder weißt du, dass das nicht durchgeht? Ich glaube, das schaut sehr gut aus. Ja? Ja, das ist eine Politur, dann ist es weg. Ach, guck mal, hier war das erste. Guck mal hier, zu den ersten Stream. Oh ja, wie hast du das denn gemacht? Nee, da habe ich ein bisschen gegengelenkt, damit die Lampe doch nicht mehr hierhin fliegt, sondern an der Seite weiterfliegt. Das musst du mal können. Ja. Ich bin ja so ein guter Mensch, ne? Ich will ihnen helfen irgendwie. Ne? Ja, du willst, aber ich krieg das. Aber also jetzt kannst du es dir auch sparen. Ja, jetzt brauchst du es auch nicht mehr. Ich kann dir helfen, Marc. So. Marc, ich schüssel dir bitte Wasser rein. So, jetzt kommen wir zu der Stelle. Neue Lackierung oder nicht? Kurz im Team. Oh ja, jetzt. Stimmt. Also. Nee, lass uns jetzt wird's spannend. Jetzt wird's spannend. Trink noch mal vorher was, bitte. Ja. Ja, du bist ja gar nicht aufgeregt, ne? Ich vertraue ja meine Folie. So, okay, jetzt kommt's. So, jetzt kommt's. So, der Moment der Wahrheit. So, jetzt kommt's. Wow. Und jetzt guck dir das mal an. Das ist doch durch. Nein, guck dir das nochmal an. Mach mal weg. So typisch Marc, der muss jetzt natürlich die Spannung aufbauen. Das ist doch normal. Guck mal, ich jetzt locker, für mich sieht das aus, als wäre er durchgegangen. Aber du machst das nicht schlecht, Marc. Mhm. Ja. Hast du in Deutschland Arbeitserlaubnis? Ja. Hast du? Okay, alles klar. Aufschließen, ne? Ja. Einmal zusammen. So Leute, zack, zack. So, die letzten Meter. So. Sehr geil. So, dann darf ich Sie einmal zur Kasse bitten. Nee, aber was kostet die Folie für das ganze Auto? Was wird die Folie für das ganze Auto kosten, Rainer? 6,5, 7 für komplett Cover. Komplett. Aber hier Front 4. Machen wir erstmal hier den Kleber weg. Siehste? Dass du siehst, magic. Wie das It's magic. Rausschaut. Ein Frontscheinwerfer ist auf meinen Kotflügel gehauen. Also wir sehen hier bei 100 km/h. Super kleinen Scratch. Ja, das ist ein Smart. Aber der ist. Den polieren wir schnell. Für euch, meine Lieben, das ist ein Beweis. An meinem Baby ist ein Frontscheinwerfer rangeknallt mit ca. 100 Stundenkilometer. Und dank Folie ist nichts passiert. Nein, keine Nachlackierung. Keine Nanobeschichtung der Welt oder sowas würde das jetzt schützen. Nee. Das kannst du vergessen. Folie ist Folie. Und jetzt mit dem Code MARK10 könnte diese Folie zu einem Sonderpreis. Ja, sehr geil, Mann. Danke. Challenge bestanden. Ja, danke Challenge dir für tatsächlich sehr gut. Nichts. So, aber dann darfst du da alles zu uns sehen? Treffen wir uns gleich beim Essen? Machen wir so. Aber geht auf dich. Ich hoffe, der Beitrag hat euch gefallen. Wir sehen uns nächste Woche Sonntag wieder. Wir haben Marc Gebauer tatsächlich zum Schwitzen gebracht. Das heißt, Challenge für diesen Sonntag erfüllt. Und wenn ihr meine Challenge sehen wollt, wir wollen auch noch nicht erzählen, ob ich gewonnen habe oder nicht, geht hier habe ich einen Link für euch, geht hier rauf. Da könnt ihr direkt auf Marcs Video. Das hat Spaß gemacht. War ein schöner Tag. Scharfe Sache, muss ich auch sagen. Muss ich ehrlich sagen. War echt ein schöner Tag. Marc, war ein schöner Tag. War ein sehr schöner Tag. Marc! Ja? Marc, war ein schöner Tag. Es war ein schöner Tag. Alles klar. Okay. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao.